Hi, hier ist der Christian von übergizmo.de. Wir befinden uns hier nicht direkt auf der IFA, aber bei Asus. Und zwar haben wir hier ein neues Gerät neben uns, das ich euch jetzt mal zeigen will. Und zwar ist das ein neues Gaming-Notebook aus der Republic of Gamers-Serie. Und wie ihr sehen könnt, wir haben hier ein wirklich großes Display. Und zwar, das ist 17 Zoll. Die Auflösung ist 4K. Und ich bewege das hier mal so ein bisschen, wenn ihr das seht. Das ist also ein IPS-Panel, das auch entspiegelt. Also könnt ihr auch bei Sonneneinstrahlung richtig gut zocken. Und was jetzt hier aber das wirklich Besondere an dem Gerät ist, das versteckt sich jetzt hier hinter dem Display. Ich klappe das mal so runter. Und zwar ist das hier eine Wasserkühlung. Und zwar, die kühlt die GPU. Und damit erreicht ihr nochmal in Spielen rund 80% mehr Leistung. Und ich kann euch leider jetzt zu der Grafikkarte noch nichts Genaues sagen, weil die vom Grafikkartenhersteller noch nicht vorgestellt wurde. Allerdings wird hier auf jeden Fall das neueste Modell drin sein. Wir haben hier einen Intel Skylake Prozessor der HK-Serie. Genaues Modell konnte man uns auch noch nicht verraten. Aber das Ding wird auf jeden Fall super schnell sein. Wir haben hier bis zu 64 GB RAM, zwei SSDs mit 512 GB, also insgesamt über 1 Terabyte. Wir haben an den Seiten natürlich viele Anschlüsse, also hier Speicherkartenleser, Mikrofon, Headphones. Wir haben hier zwei USB. Auf der anderen Seite haben wir auch nochmal einen Thunderbolt-Anschluss und einen neuen USB-Typ-C-Anschluss. Da kommen wir jetzt einfach mal hier rüber. Genau, also hier ist der USB-Typ-C, hier ist Thunderbolt. Wir haben Ethernet-Anschluss, HDMI und nochmal hier auch einen normalen USB-Anschluss. Und wenn ihr jetzt das Notebook ohne Wasserkühlung verwenden sollt, dann geht es auch ganz einfach. Man drückt hier runter, zack. Und jetzt kann man das rausnehmen. Das ist natürlich, ist schon recht schwer. Man konnte uns jetzt leider auch noch nichts zum Preis und der Verfügbarkeit sagen. Also das wird aber auf jeden Fall wahrscheinlich schon mehrere tausend Euro kosten. Es soll ja noch in diesem Jahr vermutlich auf den Markt kommen. Und wir sind auf jeden Fall gespannt. Ich glaube, für Gamer ist das wirklich ein richtig tolles Gerät und wir werden es sehen. Das war Christian von der IFA. Danke.